Was geht, liebe Mitty-Humans, herzlich willkommen zu einem weiteren Gothic Let's Play hier auf meinem Channel. Ich habe richtig Bock, wir haben wieder einige Sachen in den Comments gehabt und zwar erstmal mein Warhammer-Stuff zeigen, da habe ich ein bisschen was vorbereitet, das zeige ich euch gleich. Dann wollten wir gucken, ob wir denn die These war, zwecks der Krallen entnehmen. Wo sehe ich das nochmal? Allgemeine Infos war das nicht, oder? Das war eher beim Charakter. So, was kann ich hier? Handwerk, Kochen, Lehrling. Nee, dann muss ich das wohl woanders nachschauen. Ob wir das drin haben oder ob ich danach nochmal gestorben bin. Na? Allgemeine Infos. Na, wo gucke ich das denn nach? Hier genau. Wissen über Tierverwertung. Wissen über Fleisch entnehmen. Mole Rat, Scavenger, Schattenläufer. Ah, da steht dann, welchen Tieren ich das entnehmen kann. Ja, das ist natürlich super. Ja, da habe ich mich in den letzten Videos etwas missverständlich ausgedrückt. Ja, und zwar so von wegen, was, den Wolf kann ich auch nicht looten. Dann habe ich mich drüber gewundert, so von wegen, ja, das hast du ja auch nicht gelernt. Das stimmt. Ich hatte nur angenommen, hey, ein Wolf hat ja wohl Fleisch dabei, oder? Und Fleisch kann ich ja entnehmen. Aber wie wir hier sehen, gilt das eben nur für ein paar ausgewählte Monster, dass man denen das Fleisch entnehmen kann. Das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, da sollte man öfters vorbeischauen, um herauszufinden, was dann letzten Endes alles möglich ist mit diesen neuen Skills, die man da erlernt. Ja, dann wollte ich noch angemerkt haben, dass ich eine absolute Flasche in Physik bin. Nehmt also, was ich letztes Mal erklärt habe, nicht für bare Münze. Ich würde behaupten, die Quintessenz bzw. die These, die ich gestellt habe, ist richtig. Schwerkraft ist im strengeren Sinne keine Kraft, ne? Aber wie ich da hingeleitet habe, absoluter Bullshit. Zieht euch das Video von Veritasium rein. Why Gravity is not a Force, wenn ihr es genau wissen wollt. Ne? Ich bin da ein absoluter Laie. Habt da auch einen Kommentar angepinnt. Einfach, dass ihr jetzt nicht denkt, ah, der P hat aber gesagt das. Nee, nee. argumentiert lieber nicht so wie ich. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Genau. Dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ich das Wasser von dem Reislord schon bekommen hatte und in dem Sinne nochmal Wasser verteilen könnte. Generell soll ich wohl mal mehr Sachen mit Prügel lösen. Das wurde mir nahegelegt. Wir sollen im alten Lager immer noch mal die rechte Seite ein bisschen mehr abchecken. Das könnten wir jetzt mal noch schnell machen. Und dann sollen wir natürlich noch hier unser letztes bisschen Weed verkaufen. Das ist ja gar keine Frage. Plus, ich bin mir mittlerweile wirklich ziemlich sicher, dass ich Bock auf Sumpflager habe. Entsprechend sollten wir im Sumpflager natürlich mal schauen, dass wir uns allmählich mit den Leuten da gut stellen. Sprich, mit den ganzen Baals chillen. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, die Baals hier und da anzuquatschen. Na, da bin ich mir einfach nicht sicher. Ich glaube, ich habe heute Morgen auf dem Handy einen Kommentar wahrgenommen. Ich lese dann meistens nicht direkt alles durch, sondern überfliege das kurz. Und da war gewissermaßen die Idee, ja, P, guck mal, es ist, glaube ich, gar nicht so gut, wenn du mit denen allen einfach redest. Ja, das wollen gut, die nicht oder so. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Ja, moin. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Ich glaube, da sieht's schlecht aus. Ich habe gerade keine 10 Erz. Ich habe gerade keine 10 Erz. Du enttäuscht mich. Von nun an sind wir keine Freunde mehr. Du wirst selber aufpassen müssen, dass du nicht von üblen Halunken niedergeschlagen und ausgeraubt wirst. Okay. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Wie gleichgültig er das dann noch raushaut. Wir sehen uns. Danke für den Tipp, aber ist mir egal. Hier, Baltaran. So, mit dir hatten wir zwar schon geredet. Hier, ich muss in die Burg, kannst du mir dabei helfen? Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gommes das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil ja, davon an alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Genau, da was wissen wir ja Bescheid. Willst du überhaupt in der Burg? Ja genau, das geht dich nichts an, haben wir gesagt. Aha. Ich will dort jemanden treffen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Das ist sehr freundlich von dir. Ja, genau, das hatten wir schon. Natürlich hatten wir das schon. Ist ja klar. Haben wir hier einen Buddler. Wen haben wir denn da? Graham, genau. Der Dude mit der Karte. Ganz klare Sache. Auch ihn kennen wir. Wen haben wir hier? Nochmal einen Buddler. Kannst du was Spezielles sagen?
Das hatten wir alles bereits, ne? Wie sieht's bei dir aus, das Sly? Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Ja, stark. Du hast was zu tun für mich? Ja, genau. Wie sieht's denn da aus? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Stark, ich danke dir. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Na? Ja, komm, fragen wir das mit dem guten Wort auch noch, dann sind wir einfach alles durchgegangen. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Genau. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Da wissen wir doch Bescheid. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Na, ganz klar. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Mhm. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Alles klar, ja, da wissen wir Bescheid, genau. Der hat für den erstmal die Aufsicht da übernommen, hat aber keinen Bock und will eigentlich lieber in einer Bar saufen. Ja, wer soll's ihm verdenken? Genau. So, ich bin gerade am Überlegen, wie ich's machen soll. Ich könnte jetzt die Sachen hier in die Cam halten, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich die mal schön ablichte und dann einfach einblende, oder? Hier bei circa 6-7 Minuten, sowas um den Dreh. Machen wir schnell einen Screenshot, ne? Die Figuren stehen da schon mit der Zeit und dann ist das tipptopp und braucht auch gewissermaßen nicht so viel Zeit. So, cool. Dann werde ich das nachher im Schnitt machen und definitiv nicht vergessen, denn der P und was vergessen, na, das ist ja, wissen wir ja alle Bescheid. Kommt ja quasi nie vor. Darf ich da einfach durch oder prügelt mich da jemand? Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ja, das ist natürlich blöd, gell? Ja, das tut mir leid, Freundchen, aber na, kann ich dir jetzt auch nicht helfen irgendwie. Ist ja echt auch, war denkbar unklug von dir. Hier noch ein Butler. Jesse. Hi Jesse, na, wie sieht's aus? Müssen wir kochen? Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Ja, das mag schon sein, aber wir brauchen ja auch Cash. Weißt du, wie es ist? Wie ist das denn jetzt gerade geschehen, Herrick? Was wolltest du mir was sagen? Warte doch mal! Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Der geht aggro. Der geht aggro. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was die gehen du? Alle aggro. Ich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie die Ärger machen. Ja, ja, einer davon ist gerade hinter mir. Wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Danke. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Kannst du mich bitte aus diesem Dialog rauslassen, Mann? Ich glaube, er schlägt schon jeden Moment auf mich ein. Ja, eben. So, wir suchen unser Heil erstmal in eiliger Flucht, würde ich sagen. Ja, genau. Wenn, dann will ich erstmal ein bisschen heilen hier, bevor ich da irgendwie Beef anfange, oder? Schauen uns mit R um, wie echte Pro-Gamer das halt so machen. Okay, das lief erstmal gut. Okay, Herrick will Beef, da oben rennt er rum. Der zaubert mit Feuer, oder? Ah nee, der ist, aha, na, der hat losgeschmiedet, bevor er wieder am Schmiedestein war. Das sehen meine Adleraugen direkt. Okay, wir snacken uns erstmal was rein. Vorher fange ich hier keinen Stress mit irgendwem an, oder? Hä? Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Und dann könnten wir so einen einzelnen Herrick schon packen, oder? Bloß mischt sich dann halt bei ihm die Wache ein und bei mir nicht, oder? So müsste es doch sein, denn wir zahlen ja kein Schutzgeld.
Naja, vielleicht kann ich den trotzdem knocken. Wer weiß. Aber auf jeden Fall nicht mit Lowlife. So, na, hauen wir uns mal einen rein hier. Speichern die Geschichte schnell ab. Ist ja ganz klar hier. So, machen wir auch direkt schnell zwei. Wollen ja hier keinen, ne, keinen Ärger haben. So, und dann gehen wir da nochmal hoch und schauen mal, was er dann macht. Na, Bloodwyn ist also sehr sauer auf uns. Bloodwyn sieht es gar nicht ein, dass wir da nichts zahlen und hat entsprechend Leute angeheuert. Wie auch immer er das gemacht hat, denn er ist ja hier nicht gewesen, aber... doch, er war hier gerade tatsächlich kurz, gell? Okay, jetzt macht er auch nichts mehr. Ja, dann ist ja okay. Hier, was kannst du? Ja, der weiß auch nichts Neues, wie es aussieht. Ah, hier waren echt noch einige Leute. Finde ich jetzt gerade spannend, muss ich ehrlich sagen. Ist ja noch jemand, der sauer ist, wenn man durch seine Hütte geht? Sieht nicht so aus. Schatten, Butler, wer bist du? Jakal. Mit dir hatte ich schon mal geredet. Du hast echt einen coolen Crossbow, Jakal. Das finde ich echt lässig. Naja, ich glaube, das war's jetzt, oder? Ich wüsste jetzt nicht, mit wem wir hier noch nicht geredet haben. Ist er nicht der, der ins neue, ins Insektenlager rein will, der Dusty? Doch, das war er doch, gell? Wie kann ich den denn dahin bringen? Er will ja nicht dahin. Muss ich vielleicht im Sektenlager eine Quest annehmen? Dass ich den dahin bringen kann? Weil ich habe ja schon versucht, hier irgendwie Wachen zu schmieren oder so und das klappt ja nicht. Haben wir so eine Quest schon angenommen und ich habe das nur wieder vergessen? Aktuelle Missionen. So, Schnapperkrallen, ja, nee, Kräuterverkäufer, da sind wir gerade dran. Alchemielabor, Shrikes Hütte, Horatio der Bauer, Wasserträger für Lefty, Aufnahme im neuen Lager. Ist vielleicht bei Aufnahme im Rattenlager was dabei? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das machen soll. Am besten sehe ich mich erstmal im Sumpflager genau um. Joro möchte meine tägliche Ration Sumpfkraut haben, die ich von Fortuno bekomme. Wenn ich besser im Umgang mit Nah- oder Fernkampfwaffen werde, wird Baal-Lukur mir helfen, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Besser im Umgang mit Nah- oder Fernkampfwaffen. Ja, um Baal-Kadar zu beeindrucken, muss ich auf einen sicheren, auf seinen Zuhörer einen Schlafzauber legen. Okay, es muss also ein Schlafzauber sein. Wie man Baal-Namib beim Haupttor beeindrucken kann, hat mir Lester gesagt, genau. Um Baal-Namib zu beeindrucken, soll ich Lester, ja, da wissen wir Bescheid. Das ist hier eins von zwei, wie kann ich da... Aha, okay. Ah, okay, das war aber basically das, was wir unten schon gesehen haben. Ja, dann müssen wir ziemlich sicher mal noch weiter gucken, oder? Ich glaube schon, beste Idee wäre einfach nochmal ins Sumpflager zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein bisschen was abgeht. Ja, komm, wir gehen nochmal ins Sumpflager. This is what we do now. Da sehe ich uns. Wir gehen so einfach ins Sumpflager und chillen da mit den Leuten. Ja, wie... Warte, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Wie war Weg ins Sumpflager? Auch hier lang gehen und dann da hoch gehen. Ja, doch, ich hab's im Kopf. Okay, klasse. Ja, dann schauen wir uns das mal an, oder? Ich glaube, hier können wir gerade wenig tun. Händler gibt's da keine mehr. Vielleicht können wir im Sumpflager auch noch unsere letzten, Dosen Kraut loswerden. Das wäre natürlich klasse. Ja, und ein paar neue Quests annehmen wäre natürlich auch super gewissermaßen. Irgendjemand muss doch Interesse daran haben, neue Leute es wurde doch auch am Anfang gesagt, ey, das Sumpflager, das Sektenlager, die suchen irgendwie wie verrückt. Also muss doch da irgendjemand sein, der da sagt, ey, rekrutiere mal neue Leute und dann rede ich irgendwie nochmal mit dem Dusty oder so. Sowas könnte ich mir übel gut vorstellen. Vielleicht können wir in die Richtung irgendwie ein bisschen operieren. Na, da werde ich jetzt mal schauen, dass das irgendwie funktioniert. Das wäre auf jeden Fall nice. Das heißt, wir gehen einfach nochmal Richtung Sumpflager. Und ich würde auch sagen, im Sumpflager generell könnte ich mich bestimmt nochmal ein bisschen umschauen. Wenn es jetzt hier so spät im Let's Play, was heißt so spät im Let's Play, nach so vielen Folgen immer noch Leute gibt, die ich im alten Lager nicht mal angeredet habe, dann wird solche Leute definitiv auch noch im Sumpflager geben, oder? Entsprechend kann man da bestimmt noch ein bisschen schauen, ey, Leute, guckt mal, hier dies und das, habe ich mit dir und dir geredet. Ich muss sagen, was das Sumpflager betrifft, ich habe vergessen, ich habe mit einigen Leuten, mit denen ich geredet habe, vergessen, wie die hießen.
Das ist im alten Lager, kriege ich das mittlerweile ganz gut hin. Da waren wir bis jetzt am meisten, würde ich sagen. Irgendwann hat man die Namen so drin. Ne? Wenn es jetzt wirklich von Nachteil sein sollte, die Bals anzuquatschen, die ja einfach nicht angequatscht werden wollen, dann könnte es natürlich sein, dass ich mir jetzt nochmal gewissermaßen ein paar Minuspunkte anhandle, denn ich muss ja hier und da mit den Bals quatschen, ne? Oder irgendwie auf mich aufmerksam machen oder in diesem Zuge rausfinden, mit wem ich reden kann, damit die Bals dann mit mir reden oder was ich machen kann, damit die dann mit mir reden. Das müssten wir dann gewissermaßen in Kauf nehmen, denke ich jetzt mal. Na, da wird kein Weg dran vorbeiführen, da ich einfach nicht mehr genau weiß, mit wem ich da jetzt schon geredet habe und mit wem nicht. Na? Aber jetzt gucken wir einfach nochmal. Jetzt können wir vor allem hier mit Lester schon mal die Geschichte abziehen. Das müsste ja hier jetzt direkt gehen. Davor werde ich auf jeden Fall speichern. Und dann wäre natürlich auch mal die Frage, bei wem lerne ich denn? Denn ich glaube, das ist mir jetzt erst spät klar geworden, muss ich ehrlich sagen. Wenn ihr sowas sagt wie, ey, lern mal deine Kampfkunst gewissermaßen, ne? Dann meint ihr, glaube ich, nicht, ey, werd mal einfach stärker oder gönn dir ein bisschen Geschicklichkeit. Ihr meint, hey, gönn dir mal besseren Umgang mit Einhandwaffen oder sowas. Sowas in der Art meint ihr, oder? Dass man eine Waffenart besser meistern lernt, sozusagen. Jetzt ist Lester nicht hier. Das ist doch nicht sein Ernst jetzt, oder? Wir waren ewig weg. Wo ist der denn jetzt? Dann müssten wir Lester finden und mit ihm zurück zum Eingang. Das ging doch auch, oder? Ich hab was anderes. Na, Mist. Novizen. Ja, Novizen, Melvin. Huh? Was macht Melvin hier? Habe ich da was verpasst? Nee, habe ich nicht, oder? Wer bist du? Joru. Genau, du wolltest meine tägliche Ration, die ich bekomme. Na? Das habe ich auch noch auf dem Schirm. Okay. Ja, Leute, es ist schon wild. Ich hätte schon Bock, hier zu chillen. Ich bin jetzt bloß am Überlegen. Wisst ihr, ich wüsste noch nicht. Ich glaube, ich habe mal irgendjemanden gesehen, der mir... Bin ich mir auch nicht mehr sicher. Der mir Einhand trainieren kann. So als Einhand trainieren, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Habe ich jetzt einfach zu viele Kommentare in diese Richtung gelesen? Das ist dann immer schwierig zu sagen. Aber, ne? Das wäre vielleicht eine Option. Und ansonsten würde ich halt eigentlich schon gerne direkt Zweihand lernen. Denn wenn wir mit Zweihand reingehen, dann lerne ich doch jetzt nicht mehr Einhand, oder? So, wer bist du denn noch? Habe ich mit ihm schon geredet? Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Der redet mit mir? Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Ja, das sieht er richtig. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Mhm. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Mächtige Ansprache, Alter. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Boah, das ist jetzt schwierig. Verkacke ich es mir jetzt gleich bei ihm oder nicht? Wir könnten auch nichts sagen. Aber, na? Ich gamble jetzt. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ich weiß einfach nicht, was hier richtig ist. Na, könnte beides sein. Dass ich jetzt einfach erstmal zuhöre, aber ich würde sagen, er appelliert ja schon gewissermaßen daran, dass ich eben Bock habe, ne, hier was zu machen, die Weisheiten des Schläfers über mich kommen zu lassen, den Unrat, ne, diesen ungläubigen, ketzerischen Tölpel wegzuspülen und so, solche Geschichten. Komm, ey. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht.
Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Nice. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Bitte. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Ja, genau. Wie läuft das? Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Heißen die zufällig Wenn das, die? Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Mhm. Okay, ja. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Ich verstehe. Okay. Ja, für die Sache Wieso braucht halt, er so oder? Dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Mhm. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Okay. Ja, ich danke dir. Das klingt doch stark nach dieser Dusty-Sache, oder? Altes Lager, Dusty, sind wir doch alle bereit dafür, oder? Okay, andere Sache. Wir müssen noch unser restliches Zeug loswerden. Erstmal würde ich sagen, sollte ich hier nochmal speichern. Das war doch jetzt schon mal cool hier. Wir haben schon was Neues rausgefunden und so. Na, ist alles erhaben. Klasse. Kampfkunst lernen. Da würde ich gerade mal noch schnell nachschauen. Haben wir denn schon einen Lehrer für Beidhandkampf? Gornios kann mir beibringen, stärker zu werden. Ja, das ist egal. Gornadrak kann mir beibringen, wie ich Crawler die Zangen entfernen kann. Okay, für gewöhnlich hält er sich entweder vor den alten Minen oder im Lager der Bruderschaft auf. Alles klar. Lehrer im neuen Lager. Akrobatik, Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Schleichen, Armbrust. Ja. Mana steigern, Einhänder und Zweihänder schulen. Kord der Söldner. Den brauchen wir. Und da lernen wir dann Zweihänder und so, oder? Das heißt, wir müssten dann nochmal ins neue Lager und wir müssen ja ohnehin nochmal ins neue Lager, um diese Quest mit unserem Zeug zu beenden. Ja. Dann, Darion. Hast du zufällig Bock? Hier wird gearbeitet. Okay. Tauschen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Du hast vor allem Erz da, das ist klasse. Hast du zufällig Bock, ein bisschen Sumpfkraut zu kaufen? Wo war das noch gleich? War das hier bei Verschiedenes? Ja, oder? Guck mal, ich hab noch... Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Das ist sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Der ist 100 wert, der Lederbeutel? Ist ja gottlos. Und der andere? 50? Ja, dann sind wir ja dick im Geschäft. Okay, trotzdem, er nimmt jetzt dieses Zeug schon mal nicht. Das ist schade. Na dann, tut's mir leid. Wir brauchen einen anderen Händler noch irgendwie, gell? Novize. Kiste. Aber auch verschlossen, wie es aussieht. Da könnte man mal des Nachts hingehen, wenn wir eines Tages einen Dietrich finden. Na? Und dann mal schauen, ob man so eine Kiste irgendwie leer machen kann. Okay. Das mit dem Schlafzauber, das holt mich auch noch ab. Ich weiß nicht, wie sollen wir die Sache mit dem Schlafzauber denn regeln? Wo kriege ich denn überhaupt einen Schlafzauber her? Gibt's hier jemanden, der das verkauft oder so? Ja, komm, wir gucken uns hier noch ein bisschen um, oder?
Mit Hilfe eines Elixiers aus dem Sekret der Mainz. Das war schon er, den ich überzeugen soll. Als die Brüder vor dem Gebet einnahmen, wurde es erstmalig möglich, die geistigen Kräfte zu vereinen. Ich glaube, das war er, oder? Den ich damit überzeugen soll. Daran kann ich mich irgendwie noch am besten entsinnen, dass wir hier unten diesen Dialog bekommen haben, von wegen, ey. Und seine Getreuen. Lucor, genau. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen, weil sie von der Gier nach Erz geblendet waren. Corner tot. Und wir haben unser Ziel. Würde ich eigentlich noch ganz gerne zu dem Dude, der uns unsere tägliche Ration gibt, jedoch nicht sehen. Und die dem einen Typ geben, oder? Und vielleicht können viele wir bei dem Typ. Seine Zeichen jedoch nicht sehen. Okay. Weil sie von der Gier nach Erz geblendet waren. Alles klar, wir haben das verstanden, ja. Vielleicht können wir. Wer bist du? Diese drei Optionen. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, oder? Alles klar, Alter? Komm, der Schläfer sei mit dir. Der Schläfer sei mit dir. Ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Na, sieht er nicht ein. Er will nicht mit mir reden, okay. Na los, lass mich vorbei. Alles klar. Gorim. Novize Gorim, kannst du irgendwas? Hi, wie sieht's aus? Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Okay. Das klang jetzt ja schon hier mit einem Arschtritt und so. Message angekommen. Auf den sollen wir einprügeln. Also ich würde sagen, das war klar kommuniziert. Dann, wo war denn noch Fortuno? Fortuno eh gut zu finden, oder? Das war doch der Dude, der uns das Kraut gibt, oder? Die tägliche Ration. War das nicht der? Nyras, wer bist du? Okay. Dann habe ich wohl mit dem schon geredet. Auch wenn ich gerade ehrlich lügen müsste, wenn ich behaupten würde, dass ich noch weiß, was der erzählt hat. Naja. Okay, wir haben jetzt zumindest eine Mission hier im Sumpflager. Das ist doch schon mal cool, ne? Moin, Leute. Templer und Templer. Hier sind voll die Templer am Start. Was geht da ab? Okay, hat man so ein bisschen Dach in der Fresse. Ja, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt rein, oder? Er hat ja auch gemeint, das war unter der Hütte von Korkalom. Das hier sieht doch irgendwie so aus, als wäre es mega offiziell, weil da auch 2 Templer stehen. Vielleicht ist das hier ja der richtige Ort und ich muss nur hier irgendwie drunter kommen. Wir könnten da mal die Leiter runtergehen. Fortuno. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ja, echt so. Die sollen mir mal alle nichts von Pflicht erzählen. Das Gefühl, der Einzige, der hier was leistet, bin ich. Ja, ich will natürlich trotzdem, versteht es nicht falsch, noch möglichst viele Quests von den anderen Lagern umsetzen. Das ist ja gar keine Frage. Allerdings will ich mich natürlich auch nicht zu sehr spoilern lassen. Und es ist ja auch immer so die Frage, wie schätze ich als Laie ein, welche Quests mir was verbauen oder eben nicht. Also eine Sache, bei der ich mir sehr sicher bin, ist, dass wir den Brief vom neuen Lager bei Diego abgegeben haben, diese Liste. Das findet das neue Lager bestimmt nicht chillig, oder? Sowas zum Beispiel. Dass wir das Ott für den einen Dude im neuen Lager verkauft haben und dann aber das Geld genommen haben und nicht gesagt haben, hier, ja, leg eine gute Stimme für mich beim Sumpflager ein. Damit haben wir uns gewissermaßen eine Stimme fürs Sumpflager verbaut, oder? Also, wäre jetzt naheliegend, würde ich mal behaupten. Ich glaube, da ist Fortuno, oder? Da ist doch seine Butze. Ja, dann gucken wir da doch mal lang. Genau. Aber ansonsten fällt es mir einfach schwierig einzuschätzen, welche Quests. Wisst ihr, wie ich meine? Ändern denn was, beziehungsweise beeinflussen was? Das würde ich sagen, ist als Laie einfach hier und da nicht ganz klar, oder?
Und ich will mich aber auch gewissermaßen nicht zu sehr spoilern lassen, das irgendwo nachlesen oder so. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir es irgendwie hinkriegen, oder? So, will meine tägliche Ration abholen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Genau. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Okay. Außerdem bekommst du noch 3 Wurzelsuppen. Für den Hunger danach. Ah ja, ich verstehe. Die haben an alles gedacht gewissermaßen. Das ist doch cool. Ich will handeln. Ja, genau. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Wenn du Geld hast? Er hat 50, immerhin. Na, er hat nicht nichts, das ist doch klasse. Guck mal, wir haben dir hier mächtige Stängel und kriegen die aber nicht los. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Du verkaufst das doch selbst. Okay, ja, dann ist diese Quest wirklich schwierig. Sollen wir einfach zu dem Typ sagen, ey, wir haben das alles verkauft, unsere Beutel öffnen, den ausbezahlen und dann ist gut? Wisst ihr, wie ich meine? Wir bekommen es gerade offensichtlich nicht los. Jetzt wäre ich echt am Ende mit meinem, mit meinen Ideen, wo wir noch großartig was herbekommen könnten. So, ne? Also jetzt wird's langsam knapp, sage ich mal. Naja, so. Harlock, das ist der Dude, den wir brauchen. So, jetzt gucken wir mal. Da sind Templer. Oder die würden doch da eingreifen, denke ich jetzt mal. Da ist niemand. Ja, dann können wir den doch hier schnell verprügeln, oder? Der sieht machbar aus, finde ich. Zumal der ja auch bestimmt high wie 100 Luftballons ist. Das kriegen wir doch hin, oder? Da bin ich jetzt guter Dinge. Hier, Harlock, guck mal. Gorim schickt mich. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern oder es gibt Saures. So machen wir das, oder? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen. Oh Gott, Leute, es läuft. Okay. Okay. Ja, hol doch deine Axt raus. Warum hole ich meine Axt nicht raus? Na, also, guck mal, so, ha? Jetzt kommt ein Templer vorbei, ich kack ab. Kümmerliche Vorstellung. Kümmerliche Vorstellung. Windstoß und der wäre auch umgefallen. Yo, alles hat funktioniert. Danke, Templer, dass du jetzt nicht ausgerastet bist, aber ich lieb's. Kümmerliche Vorstellung. Oh Mann. Ja, Harlock, wie sieht's aus? Das wird dir noch leid tun. Bist du dir sicher? Mach endlich Platz, Mann. Hä, was ist jetzt? War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Jo, gell? Finde ich auch. Hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann. Ja, ja, alles gut. Alter, Leute, ich bin richtig happy. Das hat geklappt. Ich dachte schon, ey, wenn der Templer kommt... Du taub? Weg da! Ich dachte schon, wenn der Templer kommt, kriegen wir richtig Ärger. Ne? Aber es lief alles. Ja, gehst du jetzt auch dahin? Okay, so, und jetzt müssen wir noch zu dem einen Dude und ihm unsere tägliche Ration geben. Dann freut er sich bestimmt, oder? Das war, glaube ich, irgendwo da hinten wieder, hier zu unserer Rechten. Ja. Oh mein Goodness, ich weiß doch jetzt nicht, was wir, ne, hier noch so alles abziehen sollen. Aber das lief doch eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt gerade froh, dass alles cool war und so. Man muss ja auch mal hier so ein paar Erfolgserlebnisse verzeichnen, oder? Mit dem haben wir uns richtig geschlagen. Klasse, guck mal hier, du wolltest doch mein Zeug haben. Ich hoffe, du bist dann froh. Hier. Ja, genau. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Das hatten Aber wir doch blas schon. Ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal-Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken.
Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Mhm. Danke für die Tipps. Hey, war's, eine Hand wäscht die andere. War's nicht du, der Dude, der... Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Ja, das ist eine gute Frage. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay, ja, wen gibt's denn noch? Aber wolltest du nicht meinen Ott haben? War das jemand anders? Wer war das noch gleich? Aktuelle Missionen. Ablösung für Gorim. Das habe ich geregelt. Oder muss ich jetzt nochmal mit dem reden? Harlock traf die Einsicht, er will nun Gorim ablösen. Das ist doch klasse. Der Kräuterverkäufer. Bali Sidro hat mich zu einem Haufen Krautstängel... Was? Hat mir einen Haufen Krautstängel gegeben, die ich verhökern soll. Er will die Hälfte der Einnahmen, also 200 Erz, davon abhaben. Das heißt, ich kann dem auch einfach 200 Erz geben. Gehe ich jetzt mal von aus, ne? Okay. Aufnahme im Sumpflager. Yoru möchte meine tägliche Ration Sumpfkraut haben, die ich von Fortuno bekomme. Ja, und warum will Yoru die dann hier jetzt nicht? Ich hab dir doch meine tägliche Ration. Das sieht der aber gar nicht ein. Okay, wild. Will der die nur tagsüber und es ist jetzt gerade schon wieder zu spät oder so? Leider kann ich mir sowas halt auch immer vorstellen. Und wo ist eigentlich Lester? Stimmt, den wollte ich ja ursprünglich eigentlich noch suchen. Alter, nicht, dass der jetzt auch irgendwie das Zeitliche gesegnet hat oder so. Mach bitte nicht ihn mit mir. Okay, Lester, wo du? Wir müssen Lester finden. Lester ist ganz, ganz wichtig, dass wir den finden. Ist der noch da, wo ich ihn das letzte Mal habe stehen lassen? Und wenn ja, wo war das? Oh Mann, Leute. Warum habe ich es immer so schwer? Ich habe mit Gurken gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war stark. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut. Ja, da habe ich so viel. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Alles klar. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Oh. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Okay, na, das ist schon richtig scheiße, wenn man die anspricht. Das finden die gar nicht chillig. Ja, Leute, ne? Langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen, würde ich mal behaupten, oder? Was wir jetzt zum Beispiel tun können, ist, ich gehe mal davon aus, dass das die Leute da außerhalb sind, oder? Da hinten. Die ernten da das Sumpfkraut. Zu denen müssen wir jetzt hin und sagen, ich hole da die Sachen ab und so. Könnte jetzt natürlich sein, dass die des Nachts da nicht arbeiten. Das müssen wir jetzt erstmal in Erfahrung bringen. Ihr seid alle Novizen, genau. Hier, guck mal, irgendwie konnte man doch nach da hinten auf diese Inselgruppe und da mit den Leuten quatschen, oder? Da waren doch so Arbeiter unterwegs. Da ist auf jeden Fall irgendwas im Wasser unterwegs. Das sieht gar nicht chillig aus. Wo genau war das denn, wo die gearbeitet haben? Kann jetzt natürlich sein, dass... Ah ja, da sind sie doch. Machen die da noch was? So, Leute, guckt mal. Seid ihr ordentlich am Malochen? Und wenn ja, dann gebt mal her das Zeug, ne? Ich habe hier eine wichtige Quest. Hey, du. Das sind die nicht? Ich bin total high, Mann. Okay. Das ist stark. Aber das bringt mir nichts. Balor. Hier, Baal-Orun. Baal-Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut. Dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Ich verstehe. Okay. Ja, warum? Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oh,
ha. Ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Nein, sag mal, an wen? Ja, wenn du einen Abnehmer weißt, könnten wir halbe-halbe machen. Boah, das ist jetzt schwierig. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn er einen Abnehmer weiß, dann nimmt er bestimmt auch unser restliches Sumpfkraut von dem neuen Lager-Dude. Aber vielleicht findet das wiederum auch irgendein Baal unchillig, wenn ich hier irgendwas mache und haut uns dann aufs Maul. Ja, ne? Vergiss es. War nur so ein Gedanke. Okay. Easy. Palor Novice. Und was hat er gesagt? Warim? Yarim? Irgendwas mit Rim. Baal Netbeck. Was machst du? Ah, der ist bestimmt, der will bestimmt nichts wissen, oder? Baal Netbeck. Ha. Wie geht's dir? Hey, redet er? Pass auf, dass du meine Bäume nicht. Ah, das war er. Ich verstehe, ja, ja. Okay, alles klar. Und jetzt soll's noch jemanden auf der anderen Seite geben. Wo auch immer das sein soll. Na, aber den müssen wir auf jeden Fall auch noch heimsuchen, denn ansonsten denken die, wir haben unsere Sache nicht richtig gemacht und so. Na, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja Eindruck schinden. Aber was meint er mit andere? Hoffentlich nicht da hinten, oder? Er meint wahrscheinlich echt da hinten, oder? Da soll ich jetzt durchsurfen hier. Weiß ich ja nicht, Leute. Gucken wir mal, oder? Vielleicht meint er ja tatsächlich da hinten. Was ist hier denn so unterwegs? Oh, 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 da hinten sehe ich was unterwegs ist. Oh mein... Na? Weg hier! Lauf! Oh goodness. An die Maulstruktur kann ich mich noch gut aus Risen erinnern. Wie hießen die da? Sumpfrattenwürmer oder so? Na, wisst Bescheid, mit denen war nicht zu spaßen. Ich glaube, er ist da jetzt in der Brücke, stuck. Guter alter Sumpfrattenboom. Na? Ich glaube, er hat's nicht im Griff. Er hat's im Griff! Oh nee, wenn ich den hier auf die Leute locke, ist bestimmt auch nicht gut. Wo ist ein Templer? Wo Templer? Da ist ein Templer. Komme ich da irgendwie hin, bevor der mir den Arsch aufreißt? Geh doch da hoch! Oh goodness, der tötet da ja alles. Okay, dann muss ich es wohl irgendwie regeln, oder? Oh my god. Oh my god. Das prallt da ab. Ich kack ab. Oh Mann, warum baue ich nur so Scheiße? Da ist jetzt jemand gestorben. Ich kann den jetzt ja kaum zu den anderen hinkiten, oder? Das sollte ich jetzt echt nicht machen. Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Er ist langsam. Wisst ihr, wie ich meine? Ich komm schon von ihm weg, oder? Er verpisst sich, glaube ich. Das ist meine Chance, hier hochzugehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst! Ah! Wie komme ich da hoch? Oh nee. Der Sumpfei, der hat sich auf uns abgesehen. Der hat da schon eine Beute geschlagen. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, er verzieht sich. Er verzieht sich. All good. All good. Kriege ich den hin? Safe nicht, oder? Wer wurde da jetzt niedergemacht? War das irgendein Novize oder war das jemand Wichtiges? Novize. Puh. Ich glaube, das ist ein bisschen okay, oder? Ist jetzt blöd gelaufen. Das stimmt schon. Es tut mir auch leid. Na? Ja. Passiert im Besten, würde ich behaupten, oder? Gut zu wissen, dass ich da an diesem einen Stegdingens nicht sonderlich safe davon ausgehen kann, dass ich da gut hochkomme oder so. Ne? Nee, nee. Das ist schon eher schwierig, da hochzuklettern.
Wäre bestimmt an ausgewählten Stellen, hätte das bestimmt funktioniert, aber da, wo ich war, auf jeden Fall nicht. Wisst ihr, was mir richtig Sorge bereitet? Wir finden Lester nicht. Das finde ich ganz scheiße. Ich kann es gar nicht anders sagen, das finde ich richtig scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das letzte Mal, als er uns irgendwo hingeführt hat, war ich irgendwo oben drauf. Kann das sein? Wenn er da noch wartet, obwohl er ja immer sagt, oh, lass mich nicht zu lange warten, sonst gehe ich zurück. Ja, wenn er da noch wartet, dann könnte das sein, dass wir ihn deswegen noch nicht gefunden haben, weil ich noch nicht viel oben unterwegs war. Ja, das heißt, wir gehen jetzt mal irgendwo hoch und gucken mal, wie es ist, oder? Machten sich die Novizen auf in die ich habe das Gefühl, ich irre hier schon immer ziemlich viel rum, ne, aber... Und zusammen versuchten sie durch Gebet und... Ich will doch hier einfach nur aufgenommen werden und eigentlich auch alles richtig machen und so, ne? Zeit. Aber es ist einfach nicht easy. Einfach nicht leicht, hier alles richtig zu machen. Was auf jeden Fall gut geklappt hat, war diesen Dude zusammenzuschlagen. Das lief doch. Ist das das nicht meine Hut, gell? Nee. Da war die Aussicht anders. Ja, ich hätte schon eigentlich fast noch mal Bock, eine Runde pennen zu gehen. Einfach, da wir bei Tag halt auch mehr sehen. Wo Lester und so. Einer der Gurus, ein Alchemist, fand einen Weg. Alles außerordentlich spannend, Leute. Ich glaube, da hinten ist mein Haus. Oder das da hinten ist es, glaube ich, tatsächlich. Ja, wir gucken trotzdem mal noch hier ein bisschen rum. Wo ist unser Lester? Hier waren wir schon, da ist er auf jeden Fall nicht. Eieiei, Leute, das ist echt eine Sache für sich, gell? Wenn der jetzt weg ist, kann ich es dann überhaupt schaffen? Weil dann kann ich ja Balnamib nicht überzeugen, oder? Das wäre schon richtig räudig, ey. Da wüsste ich dann nicht, was ich dann... Ja, was ich dann tun sollte, gewissermaßen. Man sieht halt schlecht aus, oder? Oh, Lester, du Gott! Ist das meine Hut hier? Ja, mit der Statue, dann penne ich hier schnell, Lester. Na, so machen wir das jetzt. Du bleibst genau da. Und dann läuft die Geschichte, oder? Komm, Lester, du bist bestimmt noch da, oder? Und ansonsten bist du jetzt wieder beim Eingang. Hoffe ich doch mal. Er ist noch da. Oh my god, nice. Okay, klasse. Ich überziehe. Na dann, Leute, würde ich sagen, ich speichere hier ab. Wir waren im Sumpflager, wir haben neue Quests angenommen. Wir sollen die Sache mit der Rekrutierung machen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich dabei um Dusty handelt, ne? Dusty hat aber irgendwas von Cash erwähnt, weshalb ich ja ursprünglich davon ausgegangen bin, dass wir da die Wachen schmieren müssen oder so. Das heißt, ich würde da am liebsten hingehen, wenn ich gerade ein bisschen Erz dabei habe. Na, vielleicht so 20, 50, irgendwie sowas. Wäre vielleicht nicht schlechter, ein bisschen Cash dabei zu haben. Oder falls wir das dann zahlen müssen, wenn wir mit ihm die Stadt verlassen wollen oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen. Bringen wir den hierher, alles easy. Für Oron sollen wir hier noch von Varin, können wir im Questlog nachschauen, noch mehr von dem Sumpfkraut holen und das dann zu Baal, ja, zu dem obersten Kor-Kalom-Junge bringen. Genau. Und Lester begleiten wir jetzt in der nächsten Folge direkt mal zum Ausgang, beziehungsweise zum Eingang. Und werden dann vor Balnamib unser Schmierentheater abziehen. Und in dem Sinne wünsche ich euch was, Leute. Lasst Liebe da. Bis zum nächsten Mal, euer P. Ade. Hey, was geht hier ab?